Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bastide, hier bei Heisenberg zockt. So, der Schnee fällt immer noch. Okay, wir haben Dezember, da kann das mal vorkommen. Jetzt fehlt ja noch ein bisschen Weihnachtsbaum. Wobei im 13. Jahrhundert, ja, ich denke, man hat doch auch schon Weihnachten gefeiert. Ob man das nun, ja, weiß auch nicht, mit einem Weihnachtsbaum gemacht hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ist aber auch Schnuppe, wir gehen hier auf mehr Tempo. Wir brauchen mehr Häuser, damit wir mehr Leute kriegen. Damit das gebaut wird, brauchen wir Arbeiter. Wir sehen, wir haben hier einen, der ist im Transportieren. Das müsste also in die Gänge kommen. Was möchtet ihr denn als nächstes bauen? Dieses Holzhäusle. Mhm. Was kriegen wir da? Ja, nix. Ist hier oben einer am Dingens herstellen. Jawohl, also eigentlich die... Oh, was war das? Kleiner Fries. Eigentlich die Arbeitsplätze, die sind alle besetzt. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, und euch wahrscheinlich auch, diese Angriffe, die sind noch ausbaufähig. Also da ist ein kümmerlicher, ja, ich weiß nicht mehr, ob es ein Soldat war, ein kümmerlicher Gegner gekommen und der wurde von unserem einen Soldaten weggefrühstückt, das gäbe es, ja, kein Morgen mehr. Also das ist wahrscheinlich noch in Arbeit. Es ist ja wie gesagt eine frühe Alpha hier. Ich nehme an, dass da noch ganz andere Armeen später angreifen. Aber jetzt im Moment ist das tatsächlich so, dass da einzelne Leute kommen, teilweise bewaffnet mit Erwin, unserem Schweinchen aus Ranch Simulator. Aber das Schweinchen hat auch noch nicht angegriffen. Irgendwie hat der Mann mit dem Schweinchen da irgendwie einen Despawn gemacht. Warum, weiß ich tatsächlich auch nicht. Naja, wie auch immer. Ich bin ganz froh, wenn wir noch nicht angegriffen werden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns wirklich verteidigen können. Also wenn hier eine ganze Armee kommt, ist Feierabend. Aber ich glaube, die kommt nicht. Wir haben einen Soldaten... Bogenschütze fehlt noch. Ja, ich lass mal. Ich lass das mal. Bei dem einen Soldaten. Es hat ja gereicht. Nicht, dass wir jetzt hier wieder den Arbeiter abziehen. Oh, guck mal, das Lagerfeuer. Da stand nämlich auch noch in den Kommentaren. Irgendwie die Wege mit Lagerfeuern, ja, im Prinzip überfluten, sorgt für eine extrem schöne Stimmung in der Nacht. Das würde ich glatt mal machen. Ich möchte nicht gerade überfluten, aber so an den Eckpunkten vielleicht, dass wir dort ein paar Lagerfeuer hinstellen. Das war bei Dekoration. Jetzt ist mir das Sammle-Dingens im Weg. Da, Lagerfeuer. Drei Holz. Kann ich gerade nicht machen. Wir haben kein Holz. Arg. Haben wir hier Förster, deren zwei. Ja, dann förstert mal. Sag mal. Wir haben doch eigentlich Leute. Geringe Anzahl von Werkzeugen. Der ist aber wieder dran hier, der Schmied. Da können wir aber einen reinsetzen. Okay. Also, ja gut, dem fehlt wahrscheinlich auch Holz. Was haben wir denn hier? Kupfer? Nein, aber Holz. Ja. Los, macht. Kann ich hier noch was machen? Ich könnte hier eine Baumauswahl treffen. Ja, mir ist eigentlich egal, wo sie die Bäume fällen, sie sollen sie einfach fällen. Soll ich das mal hier irgendwie? Ah ja, das kennen wir von anderen Spielen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das war, es gibt ein Spiel, das funktioniert genau gleich. Da kann man auch wirklich das Ganze einfärben. Halt, ich wollte eigentlich nicht hier raus, sondern hier raus. Und jetzt, ja, werden die hier die Bäume fällen. Vielleicht ist es ein Vorteil, wenn es ein bisschen näher ist, als wie wenn sie, keine Ahnung, nach hier hinten rennen. Aber im Groben, wir haben überall Bäume, also das kann nicht das Problem sein. Ich denke, wir bräuchten früher oder später hier weitere Förster, damit wir das mit dem Holz gewuppt kriegen. Dafür brauchen wir aber erst wieder neue Arbeiterkollegen. Wenn ich jetzt hier raufgehe, dann sehe ich anscheinend... Aha, guck mal, Kinsey und Aselina. Hier sieht man, die haben keine Kleidung und kein Werkzeug, brauchen sie aber auch nicht, das sind ja Kinder. Also Kinderarbeit kann ich dann doch nicht unterstützen. Häuser, 9 von 9, das passt. Dann könnten hier aber auch schon wieder neue Leute kommen, beziehungsweise wir müssen nochmal ein Haus bauen, glaube ich. Sollen wir das mal in Angriff nehmen? Wir sind eigentlich dran hier beim Holzhaus. Ja, es ist halt im Moment wirklich... Oh, hier hinten wird auch noch gebaut. Brennholz, genau, der Brennholzkollege. Das müsste eigentlich sogar hochgezogen werden. Ah, ich bin hier tatsächlich wieder nicht mehr auf Tempo. Ich wollte gerade sagen, das wird sogar hochgezogen. Man sieht's. Sehr schön. Ist natürlich blöd, weil auch der braucht wieder Holz. Das heißt, wir kriegen nicht mehr Holz raus, nur weil wir jetzt Brennholz machen. Im Gegenteil. Das ist natürlich so, dass wir da wieder noch zusätzliches Holz brauchen. Dafür sollten wir dann wirklich überall warm genug haben. Oh, da ist jemand am Verhungern. Echt jetzt? Ich würde ja nochmal handeln. Ja, hier ist natürlich Käse. Es stand auch noch in den Kommentaren. Das ist eigentlich logisch. Bei der Bäckerei. Ne, da haben wir einen. Da, bei der Mühle, dass wir da nochmal jemanden einstellen. Aber eben, ich habe tatsächlich Angst, dass ich dann sozusagen den Arbeiter wieder abziehe. Hier hinten müsste auch nochmal einer arbeiten, oder nicht? Bauherren 0 von 5. Ne, das ist noch nicht fertig gebaut. Weil wir jetzt wieder keine Bauherren mehr haben, weil der jetzt hier drin ist. Ne, nicht hier, sondern bei der Mühle. Der wieder raus.
Ja, dann haben wir den Bauherren wieder. Habe ich schon gesagt, dass wir mal dringend weitere Bewohner brauchen würden? Wahrscheinlich ja. Wir sind hier immer noch bei der Medizin. Backpolitik. Ja, mach mal. Wir machen mal die Backpolitik. Dann machen sie mehr Brote. Jetzt im Winter ist es natürlich schlecht, ohne Weizen, wobei hier wird gearbeitet. Produziert null. Ja, weil wir wahrscheinlich kein Weizen haben. Irgendwo sieht man tatsächlich, wo Weizen, wo das Weizenzeug ist. Fragezeichen. Ressourcenliste. Irgendwo muss es ein Fragezeichen haben. Denkste. Ich sehe hier kein Fragezeichen. Was haben wir denn hier noch? Die jüngsten Ereignisse? Pfad entfernt. Aha. Passiert ist hier nichts. Doch, hier. Im Kampf getötet. Starb durch Hunger. Ja. Alles okay. 18 Leute. Perfekt. Bitte, neue Leute. Sonst kommen wir hier nicht in die Gänge. Jetzt haben wir wirklich genauso viele, wie wir brauchen. Beziehungsweise... Ja, jetzt fehlt hier einer. Dich machen wir mal hier rein. Aber eben, jetzt habe ich wieder abgezogen. Jemanden, der transportiert. Es stand in den Kommentaren, man sieht hier, wer transportiert. Aber wie finde ich das raus? Das hier ist doch einfach Kleidung. Das hier ist Werkzeug. Das heißt, wir haben Werkzeug für jeden, der hier arbeitet. Guter Soldat. Bedürfnis möchte Weizen zu Mehl machen. Das ist schön. Arbeitet in der Mühle. Das gefällt mir alles sehr gut. Aber die Frage ist, ja, ich kann ja mal das Ganze dahingehend testen. Moment, wir ziehen mal Kollege Brennholz ab. Haben wir jetzt hier eine Veränderung? Von einem, wo ich sehe, dass der in dem Sinn nicht arbeitet. Nein, also ich sehe hier keine Veränderung. Ich sehe hier oben, dass wir für 9 Leute ein Haus haben. Das ist okay. Wir haben 18 Leute, das ist eigentlich auch nicht ideal, wenn man das genau betrachtet. Leere Häuser werden benötigt, damit neue Familien, ja, ja. Ist ja in Arbeit hier unten. 14 von 25 Brettern. Ich werde hier mal noch eine weitere, ein weiteres Dingens installieren. Wohnungen. Machen wir nochmal eine Strohhütte hier hin. Wir drehen sie bis zum Anschlag. Wo ist der Eingang? Hier vorne. Geht nicht. Warum geht das nicht? Das kann ich hier nicht hinhängen. Ist das falsch rum? Wo ist denn der Eingang? Jetzt geht's. Okay. Zack. Mach mal. Gut. Aber eben, man müsste mir, wenn ihr wirklich durchblickt, wie das hier genau funktioniert, dann erklärt mir doch bitte, wie ich jetzt sehe, dass wir einen Arbeiter haben, der transportiert. Das sehe ich aus dieser Liste hier nicht. Pfad entfernen, die jüngsten Ereignisse. Es ist nicht zu sehen. Also nicht in dieser Liste. Arbeiter, Soldat. Ach, jetzt. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, auch geschnallt. Dahinter steht der Job. Okay, und Arbeiter heißt, der transportiert. Gut, okay, dann habe ich es begriffen. Ist angekommen. Also, wir haben einen Soldaten, 2 Farmer etc., das ist okay. Und wir haben einen Arbeiter, das ist auch okay. Dafür haben wir keinen, der Brennholz herstellt. Ist aber im Moment, denke ich, auch in Ordnung. Wir haben noch mal Brennholz. Das können wir so eigentlich laufen lassen. Sind wir auf 3? Jawohl. Wir haben Januar. Das heißt, langsam aber sicher... Wird es dann wieder frühlingshaft? Hoffe ich zumindest. Ja, da ist auch unterwegs, der Arbeiter. Hier, da bringt er nochmal Holz. Dann müsste sie hier was tun. Denkst du, da tut sich gar nichts? Vielleicht muss ich nochmal laden? Nö. Also irgendwie ist er hier durchgefahren, aber viel gebracht hat es nicht. Die Weide, da ist auch jemand drauf. Der kann natürlich jetzt gerade nichts machen. Geh mal raus hier, geh mal hier rein. Oder haben wir jetzt 2 Arbeiter? Kommen wir dann schneller voran? Ja, jetzt haben wir 2 Arbeiter, okay. Nur jetzt haben wir nichts zum Transportieren. Wir müssen erstmal wieder herstellen. Holz, ja, ganz schlecht. Obwohl wir 2 Förster haben. Hä, ich frage mich, ob ich nicht tatsächlich... Oh, haben wir... Ne, wir haben nicht genug Holz. Ich wollte ja die Lagerfeuer noch machen, weil das stimmt, was in den Kommentaren stand. Das sieht sehr, sehr nett aus. Sehr, sehr stimmig. Vor allem jetzt mit dem Schnee zusammen natürlich. Jetzt müsste hier der... Schlosser, der Schmied, noch sein Feuerchen anmachen, dann hätten wir hier wirklich eine schöne, veritable Beleuchtung. Ja, wir machen weitere Lagerfeuer, sobald wir dazu in der Lage sind. Hier wird gefroren. Das deute ich zumindest mal so. Upgrade. Ja, haben wir auch nicht. Oh, dann ist es wieder weg. Nein, das habe ich doch schon mal gemacht. Das habe ich wieder jemandem im Haus geklaut. Ach nö, nicht mitten im Winter. Ich lerne es aber auch nie. Das ist halt, wenn man immer wieder andere... Oh, der Händler ist gekommen. Andere Spiele spielt zwischendurch. Arg. Also, was hat der Kollege? Weizen, Rüstung. Medizin, Ale. Werkzeug, Bekleidung. Brauchen wir eigentlich alles in dem Sinn nicht. Weizen.
Ja, da könnten wir die Mühle natürlich nochmal betreiben. Wir machen mal. 20 Weizen kostet 2 Silber. Nee, das haben wir offeriert. 20 bräuchten wir. Hier mit Wolle, wie sieht's aus? Medizin lassen wir, Edelkräuter lassen wir. Okay, machen wir mal hier. Nochmal. Dann haben wir 18, haben wir noch was 2 Wert hat. 2 Silber. 2 El könnten wir noch, netten wir den Wert auch, aber wir haben kein El. Das ist natürlich dann eher schlecht. Vielleicht kriegen wir hier noch was. Da haben wir 20. Ja, wir kriegen keine schöne Zahl hin. Vielleicht nochmal eine Rüstung. Rüstung haben wir, glaube ich, auch eine. Was kostet das? 50. Machen wir mal hier einen dazu. Dann sind wir bei 30. Bei 42. Und jetzt hier noch. 2. Ja, 50, 50. Okay, nicht wegschicken. Dankeschön. Ist jetzt nicht so gut, was wir jetzt hier gekriegt haben, weil wir bräuchten primär eigentlich schon Nahrung oder eben Holz. Holz wäre natürlich auch was. Aber jetzt haben wir ein bisschen Weizen. Das müsste eigentlich heißen, dass die hier in der Mühle wieder produzieren können. Dann kämen wir dann Brot dran. Das wäre so die ungefähre Überlegung gewesen. Angegriffen wird gerade nicht. Nö, das ist okay. Keine Werkzeuge. Kollege, dann arbeite mal. Ja, er hat halt auch kein Holz. Gibt's doch nicht. Soll ich einen weiteren Förster machen? Oh, da ist wieder jemand. Jemand ist gegangen oder gestorben? Haben wir noch Arbeiter? Jetzt haben wir wieder keine Arbeiter mehr. Das gibt's doch nicht. Einen müssen wir doch haben. Ist ja nur einer gestorben. Den haben wir ja sogar abgezogen hier hinten. Hier ist auch keiner mehr drin. Warum gehen uns denn jetzt schon wieder die Arbeiter flöten? Hier eine Person. Also, das ist ja mir nicht logisch. Oder haben wir hier den Arbeiter mittendrin? Nee. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Gut, also den... Ja, im Prinzip könnte man fast den Schmied abziehen. Weil wir brauchen zwar die Werkzeuge, aber wenn der ja kein Holz kriegt, weil wir davon zu wenig haben, macht das keinen Sinn. Gut, wen ziehen wir ab? Also irgendjemanden müssen wir abziehen. Hier, Heiler-Dingens. Heilerhütte, zack. Raus, bitteschön. Ja, jetzt haben wir die Kirby, die hier wieder arbeitet. Okay. Also arbeiten tun alle, aber eben, die ist dann wieder für den Transport zuständig. Dann transportiere mal. Aber irgendwie stagniert das Ganze gerade ein bisschen. Weil wir halt wirklich nicht an Holz rankommen vernünftig. Können wir vielleicht beim Förster noch was machen? 28 Holz. Ja, wir bräuchten, also wenn ich jetzt hier auswählen müsste, abseits dessen, die frieren hier glaube ich auch so wie es aussieht. Steht zwar in dem Sinne nicht. Ne, Upgrade? Ne, ne, das lassen wir bleiben. Kein Upgrade. Ist in der Mine jemand? Ne, auch nicht. Das heißt, wir haben dann auch keine Steine mehr. Irgendwann. Im Moment haben wir, glaube ich, noch welche. Jawohl. Das ist kein Problem im Moment. Ja, ich denke, dass wir hier ein Problem haben mit dem Holz. Das könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass wir eben keine Werkzeuge mehr haben. Allerdings, wenn wir jetzt hier oben gucken... Die haben alle Werkzeug. Wie sieht's denn aus, speziell beim Kollegen Förster? Da, ein Hammer. Bei beiden. Ja, dann müsste das doch passen. Zumindest im Moment noch. Auf kurz oder lang gesehen haben wir natürlich dann ein Problem eben. Ja, dass wir tatsächlich keine Werkzeuge mehr haben. Aber er hier, der soll Werkzeuge herstellen. Bestellungen haben wir keine. Das heißt, er müsste das hier oben machen. Und das wären ja nachweislich Werkzeuge. Ja gut. Geduld. Es ist mal wieder Geduld gefragt. Das Steinhaus, ja, so langsam kommt es in die Gänge. Allerdings, ja, wir haben genug Steine. Die müssen nur transportiert werden. Arbeiter haben wir noch. Ich gucke sicherheitshalber nochmal. Jawohl, eine Person. Wahrscheinlich auch nicht ideal. Wir bräuchten mehr. Aber wo sollen wir die hernehmen und nicht stehlen? Von daher, es ist natürlich einfach Geduld gefragt. Ihr Wagenmanagement, das finde ich sensationell. Das wird einfach, der Wagen wird einfach benutzt, um hier die Sachen zu transportieren. Man sieht es hier. Und dort, wo dann die Sachen abgeliefert werden, da bleibt dann auch der Wagen stehen. Weil, ist ja nicht so, dass man den hier oben dann wieder brauchen könnte. Ne, jetzt nimmt er ihn mit. Wahrscheinlich hat er einen Folgeauftrag. dass er nochmal was holen muss. Ja, ja, ich hab's doch geahnt. Okay. Jetzt geht er hier hin. Wenn er den Auftrag abgeliefert hat, dann verschwindet er einfach. Wo geht er denn jetzt hin? Kollege. Aha, er hat den Wagen, okay, noch kurz aus dem Dorf raus. Nicht, dass doch jemand drüber fällt. Da muss man natürlich auch aufpassen.
Jetzt ist er aber hier am Machen und Tun. Und das transportiert er dann wieder von Hand. Okay, weil er den Wagen hier unten stehen gelassen hat. Gut, das wäre noch optimierungsbedürftig. Dass man das vielleicht nochmal irgendwie anders macht. Weil, also meine Logik sagt mir schon, dann den Wagen vielleicht mitnehmen. Hier den Baum fällen. Oder hier den Baum fällen, das ist ja wo, egal. Aber dann natürlich die Bretter mit dem Wagen hier hinbringen. Ja, also interessant. Gut, jetzt haben wir hier aber Holz. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich nicht vielleicht nochmal drei Hölzchen... Nee, ich investiere jetzt nichts in Lagerfeuer. Weil wir brauchen das Holz, das haben wir ja gesagt, überall. Auch hier eben. Dass der auch mal wieder Holz kriegt. Damit er wieder Werkzeuge herstellen kann. Ja, weil wir sind hier bei Null. Der stellt schon Werkzeuge her, oder was macht er? Ich sehe ihn gerade nicht. Also irgendwas wird er machen. Angestellt ist er. Tu was für dein Geld, Kollege. So, das können wir wieder wegnehmen. Das hier ebenfalls. Die Politik, da sind wir immer noch bei den Broten. Bei den Bröterichs. Wo sind die gleich nochmal? Hier, Null. Dabei haben wir Weizen getauscht. Also eigentlich hätten sie hier... Ja, es dreht. Guck mal, sie sind tatsächlich am Arbeiten. Sie produzieren 4 Mehl. Dann haben wir die Bäckerei. Das ist die Heiderhütte. Hier ist die Bäckerei. Da ist auch jemand drin. Der müsste jetzt noch 12 Brötchen produzieren. Ja, dann produzier mal. Gut, das Haus steht. Sehr gut. Immer noch 9 von 9. Sind das denn ganze Familien oder sind das einzelne Leute? Besetzte Häuser, 9 von 9. Also wir haben 9 Häuser, die sind von 9 Leuten besetzt, in dem Sinne würde das für mich heißen. Okay. Hier, das haben wir abgerissen, das muss nochmal hingestellt werden. Ja, ich baue nochmal so ein Häuschen. So, ich bin der Meinung, wir haben zu wenig Wohnmöglichkeiten. Holzhütte, kalt und unangenehm, kühl mit wenig Komfort. Ja, da bräuchte man halt schon wieder, ich mache mal nochmal so eins, also lieber, dass sie wohnen. Ja, wie soll ich sagen? Also lieber, dass sie schlecht wohnen, als dass sie gar nicht wohnen. Das ist meine Überlegung. Hier könnte man dich hinstellen. Dann kommen wir dort aber nicht mehr lang. Ich möchte dort noch einen Weg rausziehen. Einen Pfad. Oder wisst ihr was? Das machen wir das gleich mal. Das muss weg. Ich brauche Kollege Pfad. Zack. Das war irgendwie... Ja, so hier lang. So, dass wir hier weiterbauen. Und dann schnappen wir uns Kollege Häuschen. Das war bei Wohnungen, genau. Das hier wollten wir. Kriege ich dich vielleicht sogar hier ran? Nee, hier oben. Ich nehme an, sie werden die Steine, die hier liegen, dann aber noch entsprechend verwerten. Das dockt sogar an. Wenn ich es richtig rum mache, zack, jo. Also die Steine müssen sie jetzt wahrscheinlich erstmal klopfen, bevor hier dann das Häuschen steht. Sehr gut. Holz? Ja, jetzt haben wir Holz. Jetzt müssen wir aber auch wieder an Werkzeuge rankommen. Also er schmiedet, man sieht's. Also man sieht es der Farbe an. Okay, gut. Brauchen wir sonst noch irgendwie Holz? Ja, überall. Hier brauchen wir Holz. Wir brauchen überall Holz. Arbeiter haben wir. Ich glaube, das habe ich ein bisschen zu wenig beachtet in den letzten Folgen, weil ich es einfach auch nicht wusste. Eben, dass wir wirklich genügend Arbeiter haben, weil sonst steht einfach der ganze Lieferdienst. Dann bringt die ganze Produktion nichts, wenn nicht geliefert wird, das ist klar. Soldaten haben wir immer noch einen. Aber dass das mit den Werkzeugen jetzt hier nicht so richtig klappt, das finde ich merkwürdig. Bestellung hinzufügen. Oh, da ist einer verhungert. Ne, da sind 2 verhungert. Ach du Grüne, nun mach doch nicht so ein Tamtam. Oh. Jetzt sterben sie hier aber in Massen. Warum dies, warum das? Leute, echt jetzt? Ach, come on. Ja, das gibt's ja nicht. Was wollte ich denn jetzt hier? Genau, ich wollte gucken, ob ich irgendwie eine Bestellung hinzufügen kann. Nee, kann ich das wieder rausnehmen? Das möchte ich nicht haben. Jetzt ist sowieso keiner mehr. Soldat, beziehungsweise Schmied, der ist verstorben. Jetzt kommt der Feind. Nee, ich möchte das aber weghaben. Produktion freischalten. Besseres Werkzeug, ja, langlebiger. Wenn ich das jetzt hier anklicke, wird das wieder abgerissen? Ne, kann ich sowieso nicht, weil wir es nicht haben. Na gut, der Feind nähert sich. Mal gucken, wie viele jetzt kommen. Ist wieder einer. Das müsste eigentlich unser Soldat hier wieder gewuppt kriegen. Haben wir noch einen Soldat oder ist der auch? Ja, der hat überlebt, okay.
Da ist noch jemand eines natürlichen Todes gestorben. Okay, das ist ja schon mal schön, dass sie auch mal vernünftig sterben und nicht immer wegen Hunger. Ja, das mit der Nahrung. Ja, wir kriegen halt im Winter natürlich auch kein Brot. Im Winter leben wir im Prinzip von dem, was wir im Sommer natürlich gelagert haben. Und da haben wir definitiv fast nichts gelagert, weil wir alles halt gebraucht haben. Wir bräuchten eine bessere Brotproduktion. Das heißt, hier zwei rein. Hier beim Bauernhof bräuchten wir Leute. Aber eben, Leute, wir bräuchten überall Leute. Jetzt haben wir noch 8. Uta im Kampf getötet. Oh, jetzt, da unten wird gekämpft. Da haben sie ihn. Boah, jetzt haben wir noch 7. Okay, jetzt ist aber Feierabend. Leere Häuser werden benötigt, damit neue Familien. Ja, keine Werkzeuge. Da hat halt nicht der Soldat angegriffen. Das ist natürlich auch blöd. Wenn wir schon Soldaten haben... Ne, wir haben keinen mehr. Okay, der ist, glaube ich, im Kampf gestorben. Eine neue Familie ist angekommen. Ja, aber irgendwie... Also, es erinnert mich dann wirklich bald schon an Benish. Da gab es auch so Momente, da hat einfach gar nichts mehr funktioniert. Obwohl man eigentlich alles so gemacht hatte... Wie man zumindest dachte, dass es okay ist. Wir haben hier volle Lager. Es wird tatsächlich transportiert. Also richtig in die Gänge. Warenhaus. Mhm. Ja, wo brauchen wir unbedingt Leute? Jetzt kommt der Sommer. Jetzt haben wir schon März. Wir brauchen hier beim Weizen jemanden. Okay. Da kommt auch jemand. Wo brauchen wir niemanden? Ja, einen Soldaten brauchen wir, damit eben nicht die ganzen Leute hier, die normalen Einwohner eben killen. Was ist das hier? Der Sammler. Das heißt, wir kriegen hier ein Problem, genau. Weil das stand auch in den Kommentaren, der Sammler sammelt die Kräuter. Aber die Medizin herstellen tut tatsächlich natürlich hier, die Heilerhütte. Die kann aber ohne Kräuter halt nichts machen. Guck mal, vielleicht hat sie ein paar Kräuter auf Lager. Förster ist auch weg. Kollege Schmied ist weg. Da kriege ich auch keinen mehr rein. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Nachschub, dass hier mehr Leute reinkommen. Weil jetzt hatten wir doch 18 mal. Jetzt haben wir gerade noch die Hälfte. Heiliges Radieschen. Es ist ja schon... Ja. Aber eben, ich denke, das Spiel ist halt tatsächlich noch relativ in einem frühen Stadium. Eben, man sieht es ja den Gegnern an. Wenn da nur ein Hansel kommt, das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was dann wahrscheinlich... Ja... final so sein wird. Okay, gut. Ja, liebe Freunde, aber ich mache hier einen Break. Ich finde das Spiel sehr cool, aber es ist irgendwie halt einfach noch nicht ganz fertig. Und was ich befürchte ist, wenn wir hier dann mal ein Dorf haben, wo vielleicht 30 Leute sind, 70, 100, keine Ahnung, dann kommt ein Patch und dann ist der Spielstand weg. Das kennen wir von anderen Early Access Titeln und dem möchte ich eigentlich vorbeugen. Ich würde das Spiel aber gerne, wenn es dann tatsächlich rauskommt, möchte ich das nochmal spielen. Dann möchte ich vor allem sehen, wie sieht das tatsächlich mit den Verteidigungsanlagen aus, beziehungsweise mit dem Gegner, der angreift? Kommt da dann wirklich eine Armee oder bleibt das bei Hannes mit seinem Schweinchen? Das weiß ich natürlich auch nicht. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, das Spiel gefällt mir. Es ist halt ähnlich wie andere Spiele gleichen Schlages, aber ja, also lieber... Spiele, die ähnlich sind wie andere, dafür sind sie gut als neue Erfindungen und die kann man nicht spielen, weil sie Käse sind. Also da bin ich wirklich dieser Meinung. Haben wir dann? Ich glaube, ich spinne. Moment. Ein Huhn. Ja, fass mal. Keine Weide für Hühnchen. Ja, das könnte man nochmal umstellen. Das will ich jetzt doch nochmal kurz gucken. Gut, hier arbeitet natürlich keiner, deswegen funktioniert es nicht. Ja, hier arbeitet eh keiner. Naja gut, wir hätten fast noch ein Hühnchen gekriegt. Aber nur fast. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.